Willkommen zurück zu einer weiteren patriotisch-erotischen Folge Back for Blood mit einem Mann, der merkwürdige Sachen mit dem Nassstaubsauger hier drüben macht. Kreis! Was mache ich mit welchem Staubsauger? Hier, der Nassstaubsauger. Ich weiß nicht, du hast gesagt, das ist deine Freundin. Ich soll sie nicht anfassen. Hallo, ja? Lass du bitte Betsy in Ruhe? Lass mal meine Betsy in Ruhe. Die saugt so schön feucht. Die saugt so schön feucht, aber erst musst du den Schnodder vom Boden saugen, ne? Guck mal, ich hol, glaube ich, hier ein bisschen Stuff, oder? Was gibt's denn da alles? Was haben wir denn? Also wir könnten hier uns, eine Zauberflinte holen. Der Takt 14, die Zauberflinte. Ein Schnellplatzinventar. Weißt du was, die gönne ich mir. Warum nicht? Ich kaufe hier die teuren Sachen, die wichtig fürs Team sind. Oh ja, und wichtig fürs Team. Da fantasiert wieder jemand und tanzt mit dem Mädelchen hinterm Ofen. So, guck mal, sieht doch eigentlich geil aus. Hat zwar nur 3 Schuss, aber das ist so eine richtige, ich schieße in die Phrase. Das ist so nice. Das ist doch geil, ne? Warum ist ja eigentlich immer noch Nebel? Ja, weil wir eine Nebelkarte schon wieder neu gezogen haben. Schon wieder neu? Oh Gott. Neunebel, das ist ganz frischer Neunebel. Frischer Neunebel. Guck mal, jetzt sind wir im Lager, das ist aber jetzt neu. Feuerwehr. Da waren wir noch nie. Hier war ich noch nie, ja. Evangelio. Der fünfte Turtle. Hä? Du bist gerade voll durch die Tür durchge... Guck mal, ich öffne hier die Tore. Komm, jetzt sind wir in so einer Art City. Was mit dem? Ist das ein Zombie oder... Mensch, weil der ist irgendwie... Die tanzen. Alter! Uff. Die olle Troller da hinten wollte mich schlecken. Guck mal, die beten hier. Die beten irgendwie die Tanksäule an. Oh, ja, heiliger Spritpreis. Heiliger Spritpreis, bitte geh nicht über 2. Ah, wir sind kurz davor. Dauert nicht mehr lange. Ich bin für 2,40 Euro pro Liter. Ja, locker, ey. Ja. Die zahlt also immer noch absichtlich das Doppelte. Alter, ich war eben gerade voll in der drin und hab deine Augäpfel gesehen. Können wir irgendwie rein? Wo kommen die denn, die Zombies? Der Nebel nervt schon, ne? Der Nebel nervt hart, ja. Foggy Fogg, Mann. Foggy Fogg. Halt ich einfach mit dem Knüppel drauf. Was macht die mit mir? Was? Nimm sie aus meiner Fresse, sie entführt mich in eine Gasse! Hilfe! Ja, ne? Die hat dich irgendwie in die Gasse gezogen, ne? Ja! Wollte mich in eine Gasse ziehen. Ach, hier kommt Captain Boomer. Captain Boomy. Alter, sein Arm! Voll weggebounced! Der alte Gummiarm. Macht keine Witze, mein Onkel ist daran gestorben. An Gummiarm. Ein Breaker? Was ist ein Breaker? Das ist ein Breaker. Ein Breakdancer. Ein Breaker, ey. Uff, Breaker ist aber richtig mies. Freestyler! Alter, der will mich aber hier. Schieße mir auf die Wadentasche. Auf seine Böchel! Du musst ihm auf die Böchel schießen. Hat der explodiert? Oder auch nicht? Nee, nur sein Wadenbeutel da vielleicht. Wir richten eine Triage ein, bis wir die Verletzten zurück nach Hope bringen können. Trefft euch mit dem Team in der Bibliothek. Rettet so viele wie möglich. Wir brauchen die Leute. Une Triage. Une Triage. Wir machen eine kleine Triage. Wo ist denn diese Bibliothek? Hier hin? Muss man hier hin? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, wir sollen in die Bibliothek, aber hier gibt's nichts. Hier ist nix. Ist es das wert? Und der Esther? Wir haben uns ein Jahr lang für eine beschissene Version von Normalität abgerackert. Und jetzt das. Sieht nicht aus wie eine Bibliothek. Hast ja recht. Ehrlich gesagt, ich sehe auch nichts, ja. Nebel. Leider ziemlich... Nebliothek. Ach, da hinten ist irgend so ein Stalker. Das ist der, der dich in die Gasse zieht. Ja, guck mal hier. Frauentoucher. Das ist so ein Fettsack. Ja. Ist weg. Wo ist die nächste Husche, Dusche? Wo ist die nächste Husche? Guck mal, hier geht's rein, in die Tanke. Ah. Können in die Tanke huschen. Ist das die Bibliothek? Boah, jetzt habe ich 2 von diesen Hackedoodles. Was ist das hier? Ich mach mir hier eine Kiste auf. Oh, die kostet 800 Mark. Hier ist Muni. Muni hier drüben. Knarre hier. Ich glaube, ich würde mal den Verband hier noch mitnehmen, weil ich habe Verbände dabei. Ich kletter mal hier hoch.
Alter, was ist denn hier noch? Boah, hier war ein Neugeborenes. Oh, hier ist so ein dicker Koffer. Wie jetzt ein dicker Koffer? Scharfschützengewehr hier. Ja, aber ein Scharfschützengewehr, ich wette, das ist zwar ziemlich geil, aber irgendwie... Hm. Oh, ein Taser. Kannst dem Zombie den Sack wegbrutzeln. Ist auch nicht schlecht. Ja, wir müssen immer noch den Weg in die Donderester Bibliotheka finden. Ja, ne? Oh, warte mal, ist der Knüppel besser als mein Knüppel? Weil ich hab nur einen grünen Knüppel. Oh, hier gibt's eine Karte. Oh, nice. Großzügige Seele habe ich mir hier gegönnt. Ja, aber die kostet 800 Mark, oder nicht? Ja, aber... der Schläger ist identisch. Hier ist noch Pillen. Braucht jemand noch Pillen? Ich habe so eine fette Arzttasche. Ja, keine Ahnung, wo diese Bibliothek sein soll. Da ja, schauen wir uns halt mal ein bisschen um. Vielleicht hier irgendwo? Ich meine, von hier sind wir gekommen. Ja, aber wer soll... es muss schon hier sein, die Richtung. Guck mal, der Nebel lichtet sich, oder? Ja. Ich brauch meinen Moment. Guck mal hier lang. Das ist ein China-Restaurant hier. Hier drüben. Hab einen Weg gefunden. Ach nur, die klettern hier rüber. Na was? Hellfressen? Diese ganz halbgaren Dudes daraus jumpen, ne? Die sind richtig widerlich, diese Wurmgeburten. Ja, ja. Wurmgeburt. Machen wir das jetzt? Dann mal los. Das ist noch eine Wurmgeburt. Irgendwas knurrt. Da ist wieder so einer an die Wand gelehnt. Raucher. Was ist das? Oh, was ist das? Drüben ist noch einer. Alter, wie es quiekt. Ist wie so ein Delfin. Es kickert richtig. Ey, hier drin ist richtig Horror, ne? Wanddelfine hier. Hier, zacken, weil Wandfien. Wegen so ein Giftdreck in der Fresse hängen. Mal hier ist was. Kiste. Oh. Oh, ein Visier. Kann ich aber nicht drauf machen. Bop. Ich werde wieder verschleppt. Vorsicht, Bruzy. Können wir da in den Raum? Das ist so ein Safe Room. Können wir da rein? Guck mal da vorne, wo du stehst. Safe. Ja, aber. Ey! Kann nicht zerstört oder geöffnet werden. Okay, aber warum ist es dann hier? Vielleicht kommen wir da später nochmal hin oder so. Oh, da war wieder einer an der Wand. Es darf niemand zurückbleiben, der kämpfen kann. Ja gut, dann lass mal hier rein. Der Art King. Boah, hier sind richtig viele. Boah, schön auf die Schulter. Das hat ihm richtig weh. Zusammenrücken. Oi. Guck mal, mein Baseball-Knuppel. Heil mich wieder ein bisschen hoch. Das ist halt so geil, diese Fähigkeit heilen. Erheilen ist schon echt eine gute Fähigkeit. Ist da jetzt noch einer drin hier? Nee. Öffne die Rolltür. Soll ich das jetzt machen? Dann kommt die Party. Ja, mach auf. Mach auf die Bude hier. Aber dann kommt die... die Rollarmee. Die Rollarmee. Achtung, hier ist so eine Gickel-Oma. Irgendwer gickelt hier wirklich, ne? Oh, ich wurde eingegickelt. Was sind das alles für Geräusche? Gegner. Holy moly, Achtung, hinter uns. Hab sie erwischt. Oh. Ich werde hier Gehirn gelutscht. Das war keine gute Idee. Holy. Hier ist das Supply. Irgendjemand wird hier angefasst. Wäre ein Stacheldraht gewesen. Aber ich nehme mal hier so eine Bandage. Schlimmere
nicht an. Wo wird hier jemand gegessen? Irgendjemand wird hier geschleckt? Ja, irgendwer. Aber wird wo? Keine Ahnung. Wir müssen da rein. Da drüben, wer ist das? Irgend so ein Chinese. Menschenschmuckel. Ach, wir müssen die retten hier. Das sind vier Stück. Oh! Wow, 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 was ist da los? Ein Hocker hat sich in mein Gesicht gehockt. Hier ist noch jemand, ich rette den. Ich hole Gold. Ich kann auf eine Tür knacken. Ne, ist kein Gold, ist Kupfer. Alter, hier lungert auch noch einer rum. Guck mal hier. Spuck-Oma. Da oben ist so eine Spuck-Oma. Bei mir ist auch noch Heilung, falls jemand Heilung will. Mama, die nehme ich mal ganz kurz, dann kann ich hier schon mal hochheilen. Der Spucker hängt da im Gefrierschrank fest irgendwie. Ich glaube, das ist eine Wand, wo wir nochmal durch müssen. Uff. Uff. Mama, ich mach mal hier eine Tür auf. Komm mal zu mir. Schon gut. Ich helf dir. Warte, ich rette hier die Truller. Boah, nice. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Was gibt's denn da Feines? Leckereien. Uff. So eine Shotgun. Alter, eine Express-Shotgun hier drüben. Das ist einiges, dabei kommt hier auch eine gute Seitenwaffe, die ist richtig strong. Da kannst du arbeiten, sage ich dir. Oh. Soll ich mal hier die Medizintasche aufstellen? Nee, das bringt. Obwohl. Bringt das jetzt was im Moment? Nee, im Moment glaube ich nicht. Das ist. Woran sehe ich denn, ob die. Ach da, primär. Nee. Primär möchte ich die behalten, weil die einfach komplett Lila ist. Hier ist jemand drin, Lila. Oh, Delilah. Verbandzeug. Erreiche den Schutzraum in der Bibliothek. Siehst du, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit der ganzen Gang hier, mit der Posse. Ja, ja. Boah, Alter, kotzt der wieder. Jetzt hab ich wieder der Scheiß stinkt. Karius und Bactus habe ich jetzt. Ja, ich muss sagen, aber das Gewehr ist eigentlich ganz easy. Hier, das gefällt mir. Ach, du, jetzt wieder so eine Oma. Wie sie hochgeflogen ist. Hui. Voll, diese Raucher-Oma. Hui! Zigaretten sind geil! Philip Morris hat mich. Alter, Philip Morris. Schön, euch alle wohl aufzusehen. Wo sind die anderen? Das Team hat's nicht geschafft. Mal hier zu, ihr kommt rein in die Raucherbude. Philip Morris wartet schon. Ah, hier schön rein, Philip Morris. Oh, zu der Laden. Wenn der Geier ertönt, weißt du hast gewonnen. Infizierte gepornt. Guck mal, die haben nichts gemacht. Einfach gar nichts, die Bots. Die waren einfach nur dabei. Aber irgendwie dafür gibt es nicht wirklich viel Cash, ne? Nee, 30 so Vorratspunkte, ja, Maja, kriegst du ja in der. Bist du noch da? Hallo, ja, ich bin noch. Weiß? Hallo? Guys, ja. Oh. Hallo. Was war das? Keine Ahnung. Ich rede da mit dir und ich dachte mir so, ich rede auch über mich. Der alte Philip Morris hat ihn erwischt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt gibt's hier, muss einfach weiter drücken. Bücherwurm, Startpunkt wurde freigeschaltet. Weg für Blut. Ah, jetzt ist das auch gleichzeitig dann Startpunkt von der Mission, oder wie? Ja, du kannst jetzt immer wieder da rein, im Endeffekt. Wenn du jetzt sagst, ey, ich hab noch voll Bock auf den alten, aufs alte Büchermobil, dann kannst du noch mal rein. Und kannst dir Tappi den Taxi der Mist ausleihen. Tappi den Taxi der Mist? Was? Ja, kennst du es nicht hier? Irgendwoher kenne ich das mit Taxi der Mist, aber. Von Officer Barbara, die lernt lesen. Ah! Mit dem Bücherwurmmobil. Ja. Und dem Hühnerficker. Draußen sind immer noch Leute, die Hilfe brauchen. Aber hier wimmelt es von Infizierten. Ich habe im alten Hotel einen Unterschlupf eingerichtet. Was nehme ich denn mit? Ja, so einen alten Heilkoffer ist natürlich das Schönste, was du haben kannst, ne? Ja, gut, klar. Aber ich habe halt schon einen einstecken, also ich wüsste jetzt nicht. Boah, ich bin pleite.
Ja, ich bin auch ziemlich. Wir haben uns hier nämlich die Verbesserung geholt. Damit können wir nämlich schneller Dinge kneten. Wir müssen die Bibliothek sichern. Nehmt, was ihr finden könnt. Momentan sieht sie aus wie ein Schweizer Käse. Also macht die Löcher dicht. Okay. Guck mal, hier drüben habe ich Nagelmasse gefunden. Die Bibliothek ist wichtig. Wir verlieren gar nichts. Alter, der chillt hier im Sessel. Frech. Frech. Los, schnappt euch was, um die Fenster zu verraten. Ach, hier drüben sind Fenster. Boah, Alter. Da kam so ein Fettsack eben in Gang 3. Deckung, da mache ich hier Fenster zu. Nee, ich mache hier auch gerade ein Fenster zu. Wir kratzen mir irgendwie den Nacken, die Schweine hier. Wie viele Bretter braucht man? Okay. Immer eins, glaube ich. Nee, drei. Echt? Drei Bretter für ein Loch? Drei Bretter für ein Loch, ja. Guck mal, hier gibt es sogar Bretter direkt am Loch. Mal ran, lass mal Mutti noch ran, die kann gut nageln. Wo ist denn hier jetzt noch ein Loch? Weiß nicht. Oh! Da kommt ein Fetter runter, glaube ich. So langsam müsste es das sein, oder? Jo, Alter, wie er tanzt. Sein Arm ist irgendwie nach oben geflogen. Oder was? Aber den Arm. Hold me close, tiny dancer. Können wir den Arm mitnehmen? Ich frag für einen Freund. Irgendwas gickert hier. Ist doch wieder irgendwo so ein Wurmdelfin. Ich hatte hier so einen kleinen Delfin gefunden. Der Dolphin. Alter, was geht denn hier ab? Die macht irgendwie einen Twister, die Alte. Ah, hab sie gerettet. Was zum Teufel ist das? Oh, guck mal, dann nagel ich hier nochmal hin. Ich hab hier unten auch mal genagelt, das war schön. Ein wildes Nageln. Jetzt haben wir 4 von 6. Ah, hier drüben ist noch ein Fenster. Die aber auch hier unten lungern. So, eins fehlt noch. Wahrscheinlich hier irgendwo. Inge quietscht hier. Ich sag doch, hier ist irgendwo ein Dolphin. Ja, hier sind wir hergekommen. Hier sind wir nein. Und sind wir hier, da haben wir da. Ja, hier haben wir einen weggekickert. Ich höre irgendwie schweres Grunzen. Ich bin hinten noch einen weggeholt. Hä? Hier ist so ein komischer Konferenzraum, da waren hier, wir auch. Hier war ich schon drin, ja. Aber wo soll denn dann noch hier noch was sein? Ich bin dann wohl oben nochmal. Wow, 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 oioioioioi. Los geht's. Hier ist irgendwie. Hm. Monatelang Ruhe. Da hinten im Regenbogenraum? Oder? Nee. Ja, doch. Ja, hier. Bitte komm. Eine ungewöhnlich große Gruppe Infizierter ist in der Nähe. Aber wo gibt's Latten? Ich hab Latten hier drüben. Entferne die Horde in... Null. Keine Ahnung, jetzt lagern wir hier schnell zu. So, mach deine letzte Latte ran. Ist schon zu. Ach, du bist wieder ein Big Boy. Die Bibliothek ist gesichert. Hier, Hope One. Gibt's Überlebenden. Over. Nur Leichen. Uff. Stecken in der Scheiße und wir dürfen nicht noch mehr Kämpfer verlieren. Also hier durch wahrscheinlich, ne? Das Mitgefühl des Mannes ist überwältigend. Hier ist noch einer. Narre, leck mich. Der Probenbehälter, wo könnte der denn sein? Aber wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Rette die übrigen Überlebenden und finde den Probenbehälter. Wo wird halt irgendwo einer rumliegen? Guck mal, hier geht es jetzt nicht weiter. Wo muss man da denn? Wir müssen jetzt zu den Apartments. Da lag noch eine Munitionstasche. Hast du noch Platz? Nee. Hab hier so einen Pickedick. Ja, hier geht's wieder in Shelter. Irgendwo ist noch ein Delfin. Also irgendwo in dieser Bibliothek befindet sich ein kleiner Delfin. Der nach Wasser schreit. Befeuchte mich! Kick. Hier, Exit. Kommen wir da raus? Nee, ja auch nicht. Ich muss sagen, die Wegfindung ist schon irgendwie sehr speziell. Könnte ich brauchen.
muss das versorgen. Sie könnten jetzt wenigstens anzeigen, wo er ist. Oder wenigstens finde den Probenbehälter in der zweiten Etage oder so wenigstens. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Machen wir hier Exit Only, vielleicht hier? Ja, hier geht's raus. Es kann auch woanders sein, der Probenbehälter. Okay. Guck mal, hier haben wir jetzt eine Zeit. Was denn hier? McGowns. McGowns. Macht Zähne kaputt, aber schmeckt gut. Was haben wir denn hier? So, noch ein bisschen Geld. Cowboy! Ah, der Bot steht auch nur rum und lässt sich gerade verkloppen. Also stellenweise sind die Bots echt merkwürdig drauf. Dann werfen sie hier einen Molotow. Ja, sind irgendwie merkwürdig unterwegs, die Bottos. Da oben ist der Shelter der nächste, oder was? Oh, du kannst hier die Autos greifen, da liegt viel Geld drin. Monopoly-Kohle. Monopoly-Geld ist nämlich das neue Geld. Oh nein, da war noch eine Alarmanlage. Jetzt geht's rund. Ach, da kommt ein Tallboy. Ein Cowboy? Ich habe ich auch erst verstanden. Was? Lurker? Ach, ein Reaker. Okay, in ein paar Minuten kommt so oder so eine Horde. Eine richtige Horde, nicht so eine kleine Mini-Alarm-Horde wahrscheinlich. Oder oben ist eine Tür. Ja, hier oben ist der Shelter. Ja, wir sind jetzt zu den Apartments. Da oben der Schulbus, der ist ganz schön hart infiziert. Ist noch ein Tallboy bei mir, ne? Hier ist noch ein Weg. Da, wo ich bin. Aber hier oben ist noch ein Shelter. Ja, aber ich glaube, da müssen wir erst dann hin, wenn wir die Überlebenden wieder haben, wie beim letzten. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Sucht nach Überlebenden. Warte. Hier geht's weiter. Tallboy. Ja, auf jeden Fall hier bei mir. Ein Tallboy-Ansturm? Achso. Hier mit dem Kopf an der Wand lehnt. Uff, explodierender. Was ist da unten? Oh. Wow, Vorsicht. Warum schießt er denn da drauf? Ja, weil das war umrandet. Ich glaube, das musste man aufschießen. Warum geht... Was ist denn hier unten? Keine Ahnung, guck mal rein. Irgendjemand ruft nach Hilfe. Hier gibt es ganz viel Geld, aber irgendjemand hat auch gesagt, bitte helf uns. Du bist eine Kiste, die mach ich mal auf. Irgendjemand ruft nach Hilfe. Hier gibt's eine Karte. Jo, hab ich. Gesundheit. Nice. Nice. Oh geil, guck mal hier, ich habe eine Tür zum Hacken. Komm mal rein, was da so drin ist. Uff, hier ist auf jeden Fall ganz viel zum Schlecken drin. Und eine Karte. Alter, hier ist doch irgendwo ein Vieh, oder? Keine Ahnung, aber hier unten ist eine Karte, ne? Ich hab die markiert. Ich hab doch eine. Komm mal runter und hol dir schnell die Karte. Hä? Ich hab hier sind auch ganz viele Upgrades. Im Raum? Ja, ich hab extra einen aufgemacht. Ach so. Oh, jetzt kommen die, ne? Jetzt kommen die, jetzt geht's rund. Wo kommen die denn jetzt? Keine Ahnung. Einfach mal nach oben weiter und gucken, dass wir die Überlebenden finden. Hier drüben höre ich nur immer. Ja, aber wo? Boah. Leichtes MG nehme ich mit. Hier, meine AK ist recht geil, ne? Also, ist komplett lila. Ja, die Komponente sind komplett lila, aber ist nochmal doch besser, wenn du dann eine lila Waffe hast und da wieder Komponente ranmachst. Hier geht's weiter. Hier ist eine Tür.
Na, hier oben ist ja noch richtig gepflegt. Ja. Mach mal jetzt Kiste. Boni. Ja, das müssen wir mit denen hier raus. Also mit der Bot-Einstellung bekommst du auch keine guten Reviews, ne? Hör auf zu zappeln. Ja, strunzdämlich. Die sind erledigt. Ich auch. Kommen wir hier durch? Erreiche den Schutzraum. Horde, hä, aber jetzt kommt wieder eine Horde? Und den Probenbehälter finden wir nicht, oder was? Schau mal, hier drüben ist doch so eine Ecke, da waren wir noch nicht. Welches da? Irgendwo ein Behälter? Nö. Wait a moment, ich bin noch hinten. Noch oben Behälter gesucht. Aber in diesen komischen Diner-Laden unten kommt man nicht rein, ne? Glaub nicht, oder? Hey, kommt noch jemand? Geschafft. So, wir sind alle drin. Yes! Mission abgeschlossen. Heldenhaft. Überspringen. Jetzt gibt es ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle, ja. So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.